Ja, warum sind wir hier? Warum haben wir hier 50 Särge, 10 davon Kindersärge, aufgebahrt? Der Grund ist ganz einfach. Jedes Jahr sterben Tausende Menschen im Mittelmeer. Und diese Katastrophen wiederholen sich immer wieder und wieder, Monat für Monat. Wir hatten den Fall Lampedusa. Wir hatten jetzt vor 2 Wochen den großen, großen Trauerfall. Mehr als 1.100 Menschen, das muss man sich mal vorstellen, innerhalb nur einer Woche. Gestorben. Warum? Weil die Politik sich weigert, ein ziviles Programm zur Seenotrettung aufzusetzen. Das gab es schon mal. Das hat Italien damals alleine finanziert. Und was macht die EU? Die EU schaut weg. Was macht die Bundesregierung? Sie schaut weg. Italien hat damals alleine dieses Seenotrettungsprogramm finanziert. Ja, die Bundesregierung könnte das in die Hand nehmen und könnte sagen, wir machen das, das ist wichtig, hier geht es um Menschenleben. Ja? Und das sind die Werte von Europa. Und die Werte von Europa, die hören nicht auf mit der Staatsbürgerschaft, die gelten für alle. Es ist einfach, den Tod auszublenden, wenn er außerhalb unserer Grenzen stattfindet, wenn wir davon nur in der Zeitung lesen und davon hören, vom Hören sagen. Und es ist alles so weit weg und es betrifft uns ja auch nicht. Es ist vielleicht nicht unsere Familie, es sind nicht unsere Freunde, aber irgendwo sind Familien, irgendwo sind Freunde, die haben Leute verloren, weil die Politik nicht gehandelt hat. Und deshalb haben wir uns entschieden, hier 50 Särge aufzubauen. Es gibt einen Appell, gestartet von einer Münsteraner Kinderärztin, Anne Schulz-Everding. Die hat gesagt, ich möchte das nicht mehr hinnehmen. Und 170.000 Menschen haben gesagt, ja, du hast recht, wir können das, wir dürfen das nicht weiter hinnehmen. Und normalerweise ist unser Protest ein lauter, ja? Campact ist eine Organisation, die bringt zehntausende Leute auf die Straße. Laut. Und wir haben uns überlegt, wie können wir das zum Ausdruck bringen, was wir fühlen angesichts dieser Katastrophe. Was zuallererst Trauer ist. Und wir haben uns entschieden, diesmal machen wir einen stillen Protest. Um hervorzuheben, wie besonders, wie herausragend dieses Ereignis ist und warum sich dieses Ereignis nicht noch einmal wiederholen darf. Die EU
Regierungschefs haben sich direkt nach dem direkt nach der Flüchtlingskatastrophe zusammengesetzt und getroffen und gesagt, so ja, wir werden jetzt etwas verabschieden, einen 10-Punkte-Plan. 10-Punkte-Plan klingt erstmal immer total gut, ja, es passiert etwas. Wenn man sich das Kleingedruckte anschaut, sieht man, dass Aufrüstung stattfindet. Die Grenzagentur Frontex soll mehr Geld bekommen. Deren Schiffe sind nicht zuallererst dafür da, um die Menschen zu retten. Deren Schiffe sind zuallererst dafür da, um abzuschrecken, um abzufangen, um abzuschotten. Ist das richtig? Ist das die richtige Reaktion? Schlepperboote zerstören? Ja? Ist das Hilfe? Ich denke nicht. Und Anne Schulz-Everding, die die Petition gestartet hat, denkt es auch nicht. Ich würde euch jetzt einfach darum bitten, nehmt jeder die Blume, die ihr in der Hand habt, und sucht euch einen der Särge aus. Wir haben nur 50, eigentlich müssten hier Tausende stehen. Und lasst uns einfach 5 Minuten schweigen und daran denken, dass ich das nicht wiederholen darf, und ein Zeichen setzen nach dort oben. Normalerweise, Proteste sind die gewöhnt, ja? Schreierei sind die gewöhnt. Aber Stille, das ist etwas Besonderes. Und ich glaube, das ist das Einzige, was im Angesicht dieses namenlosen Schreckens angemessen ist.
ich weiß nicht, ob es euch ähnlich geht, aber für mich war dieses Schweigen gerade sehr, sehr laut. Die Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Die Politik wird in den nächsten Wochen darüber diskutieren. Nochmal und nochmal und nochmal. Brauchen wir ein ziviles Seenotrettungsprogramm? Ist das, was beschlossen wurde, genug? Und ich bin sehr froh, dass doch einige heute gekommen sind, um zu zeigen, nein, das ist nicht genug. Und das wird nicht ausreichen, dass sich solche Bilder nicht wiederholen. Als das EU-Parlament in der letzten Woche über eine Resolution abgestimmt hat zum Thema Flüchtlingspolitik, mussten sie einen sehr schwierigen Gang machen. Amnesty und andere Organisationen haben einen großen, großen Teppich ausgerollt, darauf die Namen von Tausenden von Toten. Das heißt, die EU-Abgeordneten mussten über diesen unzähligen Namen von Opfern der EU-Grenzpolitik laufen, auf dem Weg zur Abstimmung. Und das war so ein starkes Zeichen, dass die Abstimmung so ausgefallen ist, dass das EU-Parlament gesagt hat, das, was die EU-Regierungschefs wollen, das geht uns nicht weit genug. Wir wollen mehr. Wir wollen mehr Geld für ein ziviles Seenotrettungsprogramm. Wir wollen nicht aufrüsten. Wir wollen vielleicht auch die Grenzen ein Stück weit öffnen, damit die Leute nicht diesen gefährlichen Weg gehen müssen, damit sie legale Wege haben, um sich vor Krieg, vor Vertreibung in Sicherheit zu bringen. Und das war ein starkes Zeichen. Ich kann vielleicht ein bisschen erzählen, was wir jetzt weiter vorhaben. Wir werden sie nicht so einfach davonkommen lassen, das ist klar. Weil wenn wir jetzt nicht dabei bleiben und wenn wir jetzt nicht ein deutliches Zeichen setzen, worum es hier eigentlich geht, es geht um Leben und Tod, es geht um Menschenleben, dann wird es so weiterlaufen wie bisher und das ist der falsche Weg. Wer ist dafür verantwortlich? Die Bundesregierung könnte Gelder beschließen. Wer ist in der Bundesregierung dafür verantwortlich für die Flüchtlingspolitik? Das ist der Innenminister, Herr de Maizière. Wir haben lange beraten, was wir jetzt am besten tun in den nächsten Wochen und wir haben uns dazu entschlossen, eine Verfolgungstour zu starten. Wir werden uns anschauen, was für Termine Herr de Maizière hat. Und wir werden die Bilder, die man so schön ausblendet bei öffentlichen Terminen, einfach immer weiter an ihn ranholen. Immer weiter, sodass er nicht weggucken kann, bis sich etwas ändert. Und ich wäre sehr froh, wenn beim nächsten Mal, wenn wir dem Innenminister vielleicht auflauern, um ihn mit einer unbequemen Wahrheit zu konfrontieren, ihr wieder dabei wärt. Ich weiß, es ist ein ungewöhnlicher Protest. Ich weiß, ich finde ganz schwer die richtigen Worte, was man in so einer Situation sagen soll. Das ist eine ganz neue Situation für mich. Und ich wäre froh, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und nicht zulasst, dass sich so eine Tragödie im Mittelmeer noch einmal wiederholt. Vielen Dank. Und wenn ich euch um eines bitten darf, nehmt eine von diesen Blumen mit, nehmt sie nach Hause, nehmt sie ins Büro und gebt sie jemandem und erzählt davon. Das wäre mir wichtig. Danke.